Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy Part 82 oder 83. Wie ich sehe, müssen wir jetzt erstmal, bevor wir irgendwas machen können, noch dieses Depulso-Rätsel hier lösen. Und zwar irgendwie brauche ich da hinten hin irgendwas. Deswegen würde ich das hier erstmal Depulso nach hinten. Und auch den hier erstmal. Ich habe echt keine Ahnung. Ich probiere jetzt einfach aus. Ja, hierhin war nicht schlau. Egal. Gucken wir jetzt erstmal, was wir hier machen. Ich würde den hier jetzt erstmal nach hier akkion. So, dann ist der erstmal weg. Dann den nach da akkion. Den hier auch nach da akkion. Nein, ich esse über mein Bein. Okay. Nochmal. So, die sind jetzt schon mal zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt irgendwie, ist mir jetzt gerade erstmal herrlich egal. So, jetzt versuche ich das auf diese andere Seite zu kriegen. So. Jetzt brauche ich den Dreier da oben hin. Ja, vielleicht kriege ich den da auf die Seite. Nee. Also mache ich den erstmal auf die andere Seite. So. Dann das nach da. Ich krieg das schon irgendwie hin. Nach hier. Depulso nach da. Kann ich den nachher, obwohl da ehrlich gesagt kommt man da ja schon hoch. Eigentlich habe ich die Seite schon. Ich muss nur irgendwie auf die andere Seite kommen. Das ist jetzt mein Hauptproblem. Wie komme ich auf die andere Seite? Klappt das? Nein. Mist. Also, das da hinten zu haben, ist schon ganz okay. Mit dem hier, keine Ahnung, was ich da machen soll. Hier. Nein, bin da wieder im Weg gewesen. Oh. Ah ja, okay, hier kann man hochgehen. Das heißt, das hat ja irgendwie schon Sinn eventuell. Kurze Frage, kann man so machen und sich dann abballern? Also, jetzt so? Nee, kann man nicht. Akio nach da hinten? Nee, geht leider auch nicht. Machen wir mal so. So, Akio. Vielleicht da hochgehen? Ah, ich habe eine Idee. Den da dran noch. Jetzt das ganze Depulso nach da hinten. Das auch. Jetzt brauche ich hier unten noch einen. Habe ich hier unten noch einen? Ja. Ach hier.
Hierhin, jetzt hierhin. Jetzt hierhin. So, und das jetzt auch noch da vorne hin, die Pulszone, würde ich sagen. Ja. Jetzt brauche ich noch einen. Habe ich hier unten noch einen? Habe ich hier unten noch einen? Nein, ich habe hier unten keinen mehr. Doch, hier. Hier. Den brauche ich noch da unten hin. So, jetzt brauche ich doch nochmal den Pulso. Jetzt Akio. Erstmal eins hoch. So, und jetzt. Wenn ich jetzt einmal den Pulso mache. Kann ich doch wohl hier drauf gehen, oder? Ja. Jetzt in die Richtung Depulso. Ah, perfekt. Ich hab's geschafft. Ich hab das Depulso-Rätsel gelöst. Oh, hat jetzt auch nicht so lange gedauert. Alles für einen Spitzenhut. So, das heißt, danke zum Rauskommen. Das heißt, der Raum ist jetzt eigentlich erledigt. Ja, perfekt. Und tschüssis. Tschüssikowski. Jetzt gehen wir eine Besenverbesserung kaufen. Und dann wahrscheinlich, ja, fliegen wir noch so ein Besending. Oh, weil ich das jetzt geschafft habe. Jobberknoll-Statue, yay. Yo, ich habe wieder angefangen, Harry Potter Fanfictions zu lesen. Deswegen ist es gerade auch ziemlich cool für mich, dieses Spiel zu spielen. Auf der anderen Seite, warum ich Harry Potter so geil finde, ist halt nicht nur die Welt, sind auch die Charaktere. Und deswegen hatte ich ja ein bisschen Schiss, dass mir das Spiel nicht gefällt, aber mir gefällt es trotzdem und das will schon was heißen. So, wo muss ich lang? Hier lang. Ja, wir brauchen einfach immer noch diese dalaedischen Schlüssel oder wie die da heißen. Ich meine, vielleicht finden wir hier noch einen, vielleicht auch nicht. Da fehlt doch. Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall jetzt erstmal hier raus. Ja, dann können wir auch schnell reisen. Den Weg kenne ich auswendig. Da passiert echt nichts mehr. Da können wir direkt hingehen, mal gucken. Besenverbesserung 2. Ja, witzige Story, den Besen, den ich fliege, den habe ich ja bei einer Freundin gesehen und dachte, boah, den Besen will ich auch haben, der ist so cool. Den kaufe ich mir auch, wenn ich zu Hause bin. Dann war ich zu Hause, habe geguckt, welchen Besen ich habe und ich hatte genau denselben. Mir war das nur nicht mehr so bewusst. So, Weihnachten. Entschuldigung, Weihnachten ist immer noch da. Ja, wo ist der Eingang? Hier. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Boah, ich wollte gerade sagen, ich kann es mir nicht leisten, aber ich habe ja noch Sachen zu verkaufen, obwohl ich mich ehrlich gesagt frage, wo ich das ganze Geld ausgegeben habe. Ich glaube, den ganzen, das habe ich alles ausgegeben, weil ich mir noch alle Sachen zum Sammeln für den Raum der Wünsche gekauft habe. Ja, Verteidigung ist mir am wichtigsten. Ah, Sie ich werden bin pleite. Diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Okay. Und jetzt? Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbild? Guck mal, Flugbild? Das Muster, was auf seinem Pulli ist. Sie kennen mich gut. Schnatze ich und Menschen auf geschafft. Besen. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste.
Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ich könnte jetzt die neue Verbesserung ausprobieren. Ja, könnte ich auch. Soll ich da mal hinfliegen? Ja, es ist doch am Arsch der Welt. Aber hier ist eine neue Nebenquest aufgetaucht. Oder irgendwie sprich mit irgendjemandem. Ich mache es einfach mal. Ja, wir warten einfach mal und machen das. Vielleicht das wahrscheinlich irgendeine Hauptquest schon. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ach, die ist das. Na, ich ist eine bin Hauptquest, bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, dass du einen Plan hast. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, sowie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Gut, ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Gut. Bis du wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. Ja, das machen wir jetzt aber nicht, weil... Hä, warum kann ich das jetzt nicht machen? Ich will doch jetzt diesen Auftrag gar nicht machen. Ja, ich kann doch wohl später mit denen sprechen. Ja, okay, da muss ich jetzt halt mit diesen Leuten sprechen. Toll, super. Da habe ich ja jetzt Bock drauf. Otto Dibble, Daisy Rape und Agabus Filbert. Ich möchte mit Severus Snape sprechen. Obwohl, auf der anderen Seite kann ich jetzt endlich... Wow, okay, das war jetzt echt Glück. Die wackeligen Stapelkessel vor Severins Laden wirbt für die Waren darin. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Ganz ehrlich, ist doch scheißegal, wie man die stapelt, solange man dabei dann da keinen Zauber drin braut. Ja, wir können jetzt hier überall rein und da sind dann auch noch Demigeise. Es wird wahrscheinlich wieder so ein Ich-erkunde-Hogsmeade-Part werden, ohne dass ich das geplant hatte. Ja, doch, neue Taktik. Einfach gedrückt halten, dann geht das schneller. Und wenn man dann sieht, wo das sich bewegt, kann man da schnell gehen. Oha, diese Lampen haben meine Großeltern auch. Rebellion. So, Grüße an Oma und Opa. Aber ja, diese Lampen kenne ich von euch. Ja, aber ihr guckt das eh nicht. Ihr habt gar keinen Computer. Frag mich, waren die eigentlich jemals im Internet? Also jetzt nicht böse gemeint, aber ich habe nicht das Gefühl, dass meine Großeltern schon mal im Internet waren. Also ich glaube, das Krasseste ist, also die haben halt so ein Handy, aber kein Smartphone, sondern so ein Neon-Handy und vorher hatten die so ein normales Handy. Und die hatten mal ein Navi. Also das war, glaube ich, das Krasseste, was sie jemals hatten. Da kenne ich Leute, die sind 10 Jahre jünger und haben Smartphones. Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern mit allerlei Flexibilität. Jeder mit einem von 3 magischen Kernen suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlich unübersichtlichen Land aus. In diesem gemütlichen unübersichtlichen Land. Ey, was für ein Werbespruch.
der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander gegründet wurde. Die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus. Oha, wie lange als Zauberstabmacher tätig? Und gilt als die beste in Großbritannien und sogar in der Welt. Revelio. Was sind denn hier alles noch für Schlösschen? Ich könnte schwören, dass die Statue war. Ja, sorry. Alohomora. Ich hab's gesagt, dieser Part werde ich nur mit den Leuten reden und diese Schlösser knacken. Ja, geht so genauso schnell. Man muss das gar nicht vorsichtig machen. Ich glaube, ich habe immer noch auf Ultra die Einstellung, obwohl das ja dann eigentlich immer hakt. Also ganz ehrlich, kann ich euch nicht empfehlen, macht nur auf Hoch die Einstellung. Revelio. Ah ja, ich höre ja selber nicht drauf. Und das nächste Schloss auf Stufe 2. Jetzt im schnellen Tempo. Wo bewegt sich was? Hier. Oh, wartet. So. Jetzt wollen bewegen die sich. Jetzt. Aber ich finde es schon gut, dass es nicht so ein Zauber ist, den man auch ausrüsten muss. Weil irgendwie triggert mich das, weil ich will immer alle wichtigen so ausgerüstet haben. Und das geht schon nicht. Ich muss so schon immer hin und her switchen. Oh, da ist ein Demigeist. Dischheucht, wir müssen mal einmal bis zur Nacht warten. So, einmal warten. Hä, hey, warum geht das jetzt nicht? Willst du mich verarschen? Geht das nur auf der Weltkarte oder was? Okay, dann machen wir das jetzt so. Wo bin ich gerade? Hier. Wir müssen das später machen. Ich muss hier nochmal rein. Dann mache ich jetzt halt erst diesen Kackauftrag. Dann gehe ich hier nochmal rein. Jetzt schließe ich nichts mehr auf. Jetzt mache ich diesen Scheißauftrag. Ich bin jetzt richtig pissig, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich möchte. Okay, einer ist in drei Besen. Dann einmal reingehen, bitte. Er hat sich da natürlich ein Zimmer genommen und chillt da oben. Mrs. Rape, boah, das Gehake regt mich ja echt auf. Oh, Isko, was habe ich getan? Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen? Ich bin mit den Biggles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isko. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schätze aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isko zahlt den Preis dafür. Vielen Dank, Mrs. Rape. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, kommt die Sonne aus ihrem Mund und ihrer Nase? Das ist beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rape. Also gut. Hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. Okay. Mrs. Rape, wir hoffen, dass Sie noch einmal über unsere Bitte nachgedacht haben. Wir haben Ihnen eine großzügig bemessene Bedenkzeit gewährt, aber unsere Geduld neigt sich dem Ende zu. Wir wissen, dass Ihr Ehegatte es begrüßen würde, wenn Sie den Wert einer Zusammenarbeit mit uns erkennen könnten. Dürfen wir bis zum Ende der Woche eine Antwort erwarten? Die Angelegenheit sollte unter uns bleiben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, wow, und wo ist die Unterschrift? Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Ich hoffe, es ist nicht zu spät.
Nun zu Mr. Biggs anderen zwei Freunden. Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich hin. Ja. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Vielleicht war es die ganze Zeit hier. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte, Sir. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist ein guter Mann, aber er würde das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich, dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Alles und nun klar. Los, ehe Mr. Hill zurück. Ja, ich habe mir jetzt nicht alles angehört, weil ich keine Lust hatte, ehrlich gesagt. Wow, so ein Mittelalterkostüm drunter. Oh, ich will was anderes drunter haben. Aber wie gesagt, das Beste ist eigentlich schon das, was ich anhabe. Außer das hier, das ist eigentlich auch hübsch. Passt aber nicht von den Farben her. Ja, ist egal. Sorry, Leute, ich will euch nicht ablenken. 54%, komme ich aber irgendwie auch nicht voran. Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. Ja. Und danach kann ich dann hoffentlich das mit den Demigeisen machen. Hey. Na gut, gehe ich halt hier lang. Agabus Filbert muss hier irgendwo sein. Ja, hier Guten ist er. Guten Tag. Verzeihung, Mr. Filbert? Ich würde gerne mit Ihnen über Ihr Verhältnis zu Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Wenn Sie gegen ihn ausgesagt hätten, wie Mr. Bickle es wollte, wäre Harlow vielleicht schon weggesperrt. Vielleicht. Aber vielleicht wäre mir dann etwas Ähnliches widerfahren. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau Dulcibella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir.
Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, wenn es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Information an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Nutty finden. So, kann ich jetzt Nacht machen? Nein. Was ist das denn für eine Verarsche? So, auf zu Nutty und ich überlege jetzt echt, ob ich meine Grafik einstelle auf hoch. Ey, das kann doch nicht sein, ne? Ich meine, vorher hatte ich niedrig, war klar, schlechte Grafikkarte. Aber jetzt habe ich doch eine gute. Und warum hakt es jetzt so bescheuert? Das kann doch nicht sein. So. Mal gucken, wie es jetzt klappt. Ja, und jetzt verstehe ich auch, warum sich alle aufgeregt haben. Ich hatte mich ja am Anfang gewundert, warum sind die ganzen Kritiken, warum sagen die sowas über die Grafik von dem Spiel und so. Oder auf dieses Ruckeln. Ja, ich war zu schlecht. Die hatten natürlich die geilen PCs. Und sobald du einen geilen PC hast, ist das Spiel scheiße. Guck mal, sogar bei Hoch heißt das scheiße. Da kann ich ja direkt auf Ultra wieder gehen. Nutty verspätet sich nie. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Gut, dann gehen wir in den Eberkopf und treffen Snaib. Und vorher zicke ich wieder... Oh, das... Ich... Sorry, Leute. Ich bin komisch. Ich sag's euch. Ich muss jetzt wieder auf Hoch gehen. Ich meine auf Ultra. Nee, muss ich nicht. Ich gehe wieder auf Hoch. Sorry. Mein Freund hat auch nur Hoch gemacht. Und er hat jetzt... Er hatte genau diese Grafikkarte. Ich habe ihn ja von ihm. Und jetzt hat er sogar eine bessere Grafikkarte und ich glaube, er hat... Okay, seitdem hat das auch nicht mehr gespielt, aber trotzdem. Ne, der ist schon längst durch mit dem Spiel. Nutty muss hier irgendwo sein. Hey, da ist eine Blume. Oh, 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 oh. Sorry, Leute, das war eine dumme Idee. Da, Guck mal, Hogwarts. Hoggy, Hoggy, Hogwarts, 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 bring uns irgendwas, bla, bla. Das ist das Lied von Hogwarts, Hogwarts, Hoggy, 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 Hogg. Okay, das ist so dumm, was ich hier mache. Komm, geh einfach weg. Geh einfach weg. Nimm einfach den offiziellen Weg. Wie kann man so dumm sein? Und damit meine ich mich. Kannst du das Spiel nicht einfach normal spielen? So, hier ist eine Brücke. Die kannst du nehmen, wenn du nicht zu dumm bist. Dann kannst du hier reingehen. Lala, nee, doch nicht. Hier rein und hier. Der Eberkopf ist an so einem Steg. Wusste ich eigentlich auch nicht aus den Büchern, aber naja. Rein da. So. Guck mal, hier ist noch ein Demigeist. Aber kannst du immer noch nicht holen. Also in Eberkopf und in so einem anderen Haus muss ich mir noch Demigeise holen. Ah, ja. Hier ist so eine Kiste. Das ist ihr Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Sie steckt in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, was mit ihr passiert ist. Revelio. Ist die Spur das hier? Mhm. Okay, sie ist hier reingegangen.
Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Dann ist sie hier wieder rausgegangen. Das erinnert mich voll an Horizon. Nati muss hierher gebracht worden sein. Als Schinderin ich muss sie schnell versteckt. Finden. Okay, danach hole ich mir auf jeden Fall alle Demigeise. Die Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg ein geben. Akio! So, und jetzt geht bestimmt das Fass auf. Eine Geheimtür. Ah, war klar. Nati muss hierher gebracht worden sein. Ich will diese Gedichtsbände, ich will die optionalen Dinger finden. Weil ich bin ein Freak. Und ich möchte alles 100% haben. Okay, das ist der, wo ich hergekommen bin. Ist hier in dem Raum noch was? Nein, ist es nicht. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Okay. Rebellion. Das Mädchen als Köder benutzen? Also komm, bring es einfach um. Carlo sagt ihre Freundin. Er will sie liebt. Ich dachte, Erschwinderinnen sind so Spinnen, aber. Allein hierher zu kommen. Halt einfach Ausschau. Ich habe Brockboro so oft überfallen. Die Leute. Okay, das war dumm. Ich sagte, ich sollte mich nicht sehen lassen. Und was mache ich? Okay, hau einfach ab. Tot. Ja, okay, das sollte ich nicht nochmal machen. Okay, was habe ich gelernt, wenn ich versage? Part beenden, neuen Part machen, dann klappt alles. Ja, das mache ich. Da geht's gleich weiter. Bis dann. Tschüss.